Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum 38. Spieltag und damit dem letzten der dritten Liga. Es gibt heute nochmal eine Zehner-Konferenz. Hier habt ihr die Spiele im Überblick. Tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich sag's noch einmal dazu und es gibt tatsächlich Leute, die es immer noch nicht verstanden haben. In der Zehner-Konferenz kann ich nicht in allen Spielstätten super viel, super gleichzeitig und alles sein. Das funktioniert einfach nicht. Ich bin da, wo es spannend, wo es dramatisch ist, wo Tore fallen. Und mehr ist einfach nicht möglich. Ja, aber wir wollen noch mal kurz hier auf die Tabelle schauen. Im grünen Kasten da oben geht es noch um Relegation und Aufstieg. Würzburg beispielsweise würde ein Punkt reichen, um direkt aufzusteigen. Wenn sie verlieren und Ingolstadt gewinnt, ist Ingolstadt direkt drauf und Würzburg würde Relegation spielen. Noch Hoffnungen haben Duisburg, Rostock und 1860 auf die Relegation. Und unten haben wir dann Zwickau und Chemnitz, die beiden kämpfen noch um den letzten Platz für den Klassenerhalt. Es sieht besser aus für Zwickau, aber das lässt sich in der Theorie alles nicht so gut erklären. Deswegen schauen wir jetzt rein in die Konferenz. Viel Spaß dabei! Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zum letzten Spieltag der dritten Liga. Wir haben nochmal eine Zehner-Konferenz vor uns. Der MSV Duisburg schielt noch auf den Relegationsplatz, steht aber nicht in der Pole Position. Trotzdem, wenn man hier selber seine Aufgabe erledigt, stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Denn der FC Ingolstadt, der hat eine ganz schwere Aufgabe vor der Brust. Sie müssen gegen den TSV 1860 München ran an der Grünwalder Straße und da wollen wir jetzt auch mal hinschauen. Ja, und das macht es um einiges noch interessanter. Selbst für 1860 München geht es hier noch um die theoretische Chance auf den Relegationsplatz. Da ist ein Sieg aber Pflicht. Für den FC Ingolstadt kann es sogar noch der direkte Aufstieg werden. Da müssen sie gewinnen und Würzburg parallel verlieren. Aber sie können eben auch noch komplett rausrutschen und nicht mal Relegation spielen. Das wäre dann ja auch äußerst interessant gegen den ersten FC Nürnberg. Also, wir dürfen uns hier auf Spannung einstellen, ebenso wie im Abstiegskampf. Ab nach Mannheim. Ja, hier am Waldhof ist der FSV Zwickau zu Gast. Der FSV Zwickau hat sich durch den Sieg gegen Chemnitz die gute Ausgangslage gesichert, dass sie es aus eigener Kraft schaffen können. Nur ein Sieg würde sie aber sicher retten. Unten haben wir dann ein Hybrid aus Relegationshoffnung und Abstiegsangst. Der FC Hansa Rostock ist zu Gast in Chemnitz, wenn sie gewinnen und dann das parallel alles noch gut für sie läuft, können sie sogar Dritter bzw. zumindest den Relegationsrang erreichen. Durch die Bayern alles verschoben. Ist nicht so leicht, wir werden sie auf dem Laufenden halten und schauen jetzt nach Kaiserslautern, wo es für die Lautra um nichts mehr geht, aber für den FC Bayern München 2 um die Meisterschaft. Ebenso wie für Braunschweig im unteren Kleinkasten. Die Eintracht hat sich mit dem 3:2 gegen Mannheim und dem 2:2 von Duisburg nur gegen Bayern 2 den Aufstieg schon gesichert. Als allererste Mannschaft und das nicht mal als Tabellenerster, aber diese Konstellation eben mit den Bayern Amateuren, die kennen sie. Trotzdem möchte man jetzt Meister werden. Bayern 2 und Braunschweig haben die beste Ausgangslage. Würzburg kann es theoretisch auch noch schaffen, aber das ist alles nur Theorie. Und jetzt gehen wir zu Spielen. Das ist eher uninteressant. Ja, zum einen haben wir da das Duell zweier Absteiger, die schon etwas länger feststehen. Jena gegen Groß Asbach, dann unten Uerdingen gegen Viktoria Köln und Magdeburg gegen Münster. Münster werden wir nächstes Jahr auch nicht mehr wiedersehen, die sind ebenfalls abgestiegen. Starten wollen wir jetzt aber in Würzburg. Und wir beginnen hier direkt. Die Würzburger Kickers stoßen an und mit diesem Unentschieden, jetzt Stand Anpfiff 14 Uhr am Samstag, wären sie aufgestiegen gegen den Halleschen FC, der unter Schnorrenberg aber eine beeindruckende Leistungssteigerung an den Tag legen konnte, sodass die Hallenser jetzt schon gerettet sind. Das Minimalziel wurde dann doch vorzeitig erreicht. Aber für Würzburg eben dieser eine Punkt ganz sicher. Der Aufstieg, der direkte ohne Relegation und eventuell dann sogar die Meisterschaft. Je nachdem, was parallel
passiert. Und Würzburg kommt über Sontheimer und Baumann. Erste Möglichkeit, kein Problem für Eisele. Also das sind die ersten Eindrücke von hier. Wir schauen eine Station weiter. Landen hier in Kaiserslautern. Der erste FCK präsentiert sich zum Saisonende hin doch wirklich sehr gut. Wenn man daran anknüpfen kann in der nächsten Saison, ist vielleicht das ein oder andere Erfolgserlebnis möglich. Jetzt erstmal schnell nach Jena. 1-0 für die Gäste. Kai Brünker mit dem Führungstreffer für Sonnenhof Groß-Asbach. Es ist wirklich erstaunlich, wie sich hier wirklich beide Absteiger, die ja schon seit längerer Zeit feststehen, in der Liga beweisen wollen und nochmal alles raushauen. Fehler hier von Grösch, wehrt ab vor die Füße von Brünker. Der fackelt nicht lange rum und schließt ab. Also respektable Absteiger hier im Duell. Groß-Asbach führt mit 1-0. Wir schauen nach Chemnitz. Der CFC hätte gegen Zwickau einen Punkt gebraucht, um hier alles in der eigenen Hand zu haben. Jetzt steht man mit dem Rücken an der Wand, muss hier unbedingt gewinnen und dann auf Patzer in Mannheim von Zwickau warten. Und der FC Hansa Rostock ist jetzt kein einfaches Kaliber. Die Kogge will sich die Minimalchance auf die Relegation auch sichern. Rostock hier in den weißen Trikots, sie müssen vielleicht ihre Augen etwas bemühen. Hellblau oder Himmelblau gegen Weiß ist nicht die leichteste Farbenkombination, aber man kann sich auch dran gewöhnen. Der CFC hier noch ohne Tormöglichkeit. Das sind die ersten Eindrücke von hier. Und jetzt gehen wir wirklich mal nach Mannheim zum ärgsten Konkurrenten. Und tatsächlich zum einzigen Konkurrenten von Chemnitz. Die meisten Mannschaften haben sich schon verabschiedet oder alle eben, außer Zwickau, Münster nach unten am letzten Spieltag abgestiegen. Halle, Magdeburg unter anderem haben sich dann am letzten Spieltag gerettet. Hier gilt es dann nochmal für Zwickau, alle Fragezeichen aus dem Weg zu räumen. Und jetzt schauen wir nach Magdeburg. 1-0 für den ersten FCM. Es ist Christian Beck mit dem Führungstreffer für die Magdeburger, die sich in einem super Spiel gegen den FC Ingolstadt durchgesetzt haben. Das ist hier eine Eckball-Variante. Ob sie so geplant war, sei mal dahingestellt. Beck dann aus äußerst spitzem Winkel, sehr artistisch. Da behindern sich dann Scherder und Schulze Niehus selbst ständig auf der Linie. Also 1-0 hier für Magdeburg. Wir schauen nach München. Wo der FC Ingolstadt gerade kommt. Und der FCI hat in der eigenen Hand zumindest Relegation zu spielen. Sie müssen gewinnen. Und dann, wenn Würzburg verlieren sollte, ist es einfach ein Sieg, der die Schanze auf Platz 3 und damit den direkten Aufstieg spülen würde. Zumindest vorbei an Würzburg. Und das wäre dann der direkte Aufstieg. Aber der TSV 1860 München ist ebenfalls noch oben im Rennen dabei. Das ist Wahnsinn in dieser dritten Liga. Da gibt es kaum Spiele, in denen es um gar nichts mehr geht. Und der TSV 1860 kommt hier durchaus. Flanke von Dressel, aber komplett misslungen. Die geht ins Niemandsland. 0-0 also hier an der Grünwalder Straße. Wir schauen in Duisburg vorbei. Der vielleicht ärgste Verfolger der Schanzer. Kann man wohl sagen. Und der MSV Duisburg kommt über Peter Sliskovic. Sie haben einen Punkt Rückstand auf den FC Ingolstadt, aber das schlechtere Torverhältnis. Dementsprechend ist hier ein Sieg Pflicht für die Meidericher, weil Ingolstadt in München wahrscheinlich auch nicht abgeschossen wird. Das ist Stoppelkamp zu Vermey und das ist das 1-0. 22. Spielminute. Der MSV Duisburg schießt sich erstmal in die Relegation. Schwach von Haching verteidigt, äußerst passiv. Und Vermey vorbei an Steve Kroll. 1-0 für den MSV. Das übt jetzt gehörigen Druck auf FC Ingolstadt aus.
Ich habe es Ihnen gerade vorgerechnet. Ist alles jetzt dahin. Aber momentan Duisburg Vierter und damit auf dem Relegationsrang. Ingolstadt wäre komplett raus. Und jetzt schauen wir nach Meppen. Braunschweig ist ja schon aufgestiegen. Ja, durch einen Last-Minute-Treffer des FC Bayern München 2. Da hatten sie schon gegen Mannheim gewonnen und mussten dann parallel noch mitzittern. Ein Treffer von Dajaku, ein wunderschöner. In der 92. sorgte dann dafür. Jetzt will man aus Eintracht-Sicht auch gerne noch Meister werden und das Meisterstück tatsächlich wortwörtlich klar machen. Die Annäherung hier gerade von Braunschweig, aber doch etwas harmlos. Tor in Chemnitz! So, Haßmann stößt ab, aber wir wollen lieber den Treffer in Chemnitz mitnehmen. 0:1! Die Kogge klopft nochmal von unten an die Relegationsränge an. An den Relegationsrang. Und schießt den CFC in Richtung dritte Liga. Nichts zu machen hier für Jakubow. Der Abschluss ist sehr gut platziert. Und der CFC braucht jetzt zumindest mal zwei Tore. Nils Butzen macht den Treffer heute in der Startaufstellung. Und Zwickau muss dann eben auch noch einen Treffer gegen Mannheim kassieren. Es wird brutal schwer jetzt für den Chemnitzer FC sich nochmal aufzuraffen. Aber sie haben es gegen Zwickau gezeigt. Da lagen sie zurück, kamen zurück zum 1:1, aber verloren dann trotzdem. Und sind deswegen auch erst in diese missliche Lage gekommen. Und der FC Hansa Rostock, der meldet hier wirklich Ansprüche. Etwas mehr als 25 Minuten hier von der Uhr. Chemnitz in absoluter Not. Wir schauen uns diesen Freistoß noch kurz an und würden sonst gleich eine Station weitergehen. Aber den nehmen wir noch ganz kurz mit. Ja, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Einzige Station Düsseldorf. Da sehen wir KFC Uerdingen gegen Viktoria Köln. Uerdingen kommt und kommt zum Tor. Ali Ibrahimai, 27. 1:0 für den KFC. Da kommen wir zum rechten Zeitpunkt. Es ist hier alles andere als spektakulär. Es steht eben nur noch der ein oder andere Platz nach oben oder nach unten auf dem Spiel. Deswegen ist das hier von jeglichem Drama befreit, aber man möchte sich noch einmal präsentieren. Also Uerdingen führt hier mit 1:0 gegen Viktoria Köln. Das soll es von hier dann auch erstmal wieder gewesen sein. Wir schalten nach Mannheim. Wo man das Zwickauer 0:1 aus Chemnitzer Sicht herbeisehnt, aber Zwickau macht das hier durchaus gut. Mannheim, die spielbestimmende Mannschaft. Es fehlt aber so der hundertprozentige Impuls nach vorne. Der Waldhöfler, die sich ja mit dem 3:2 in Braunschweig endgültig verabschiedet haben und verabschiedet aus dem Aufstiegskampf hat sich Mannheim und aus Mannheim verabschiedet hat sich Bernhard Trares. Er wird den Verein verlassen. Ist aber noch mit vollem Herzblut dabei bis zum Ende dieses Spiels. Zwickau jetzt mit dem Eckstoß von der linken Seite. Schröter legt sich den Ball dort zurecht. Tor in Duisburg! Ja, aber wir wollen uns den Treffer schnell in Duisburg abholen. Jo, aus der Ecke wird nichts. Ab nach Duisburg. 2:0 für den MSV. Und das ist doch jetzt eine ganz starke Tendenz Richtung Relegation. Ben Baller piekt den Ball unter Kroll hindurch. Der Hachinger Schlussmann sieht auch nicht glücklich aus. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch weiterhin, Ingolstadt braucht einen Treffer. Dann ist hier für den MSV Duisburg nichts mehr zu holen. Aber dieses 2:0 kann dann in den Köpfen parallel auch durchaus etwas auslösen, denn jetzt muss der FC Ingolstadt gewinnen. Es ist hier alles andere als gefährdet. Unter Haching
spielt nicht wirklich gut nach vorne. Die sind komplett raus aus dieser Saison. Zuletzt auch nur 2:2 gegen Jena. Dort lag man sogar mit 0:2 zurück. Immerhin hat man dort Moral bewiesen. Aber hier steht 2:0 für den MSV. Wir schauen jetzt nach München. Ja, da wo der FC Ingolstadt liefern muss, in Anbetracht des Spielstandes in Duisburg. Und Würzburg liegt auch nicht hinten. Deswegen ist es maximal momentan die Relegation, die möglich ist. Aber der TSV 1860 München, der hat etwas dagegen. Dressel schießt ans Außennetz. Knaller wäre sonst wohl auch im gefährdeten Eck gewesen. Knapp 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Der FC Ingolstadt hat sich das selbst zuzuschreiben. Würzburg hat gepatzt. Unter der Woche gegen Viktoria Köln verlor 5:1. Aber man selber konnte das Heimspiel gegen Magdeburg nicht gewinnen. Verlor sogar mit 0:2. Gegen einen Abstiegskandidaten ist das sicherlich nicht der Anspruch. Und dann steht man folgerichtig möglicherweise vor dem Scherbenhaufen einer Saison, zumal 1860 schon wiederkommt. Mit Wein über die rechte Seite. Ball aber geklärt. Das soll es von hier fürs Erste gewesen sein. Wir schauen noch mal eine Station weiter. Und sind dann tatsächlich mal in Würzburg. Die Kickers müssen hier aber aufpassen, weil der Hallesche FC sich nicht abschreibt. Gerne zum Abschluss nochmal gewinnen würde. Und unter Schnorrenberg, bereits angesprochen, läuft es bei der Saale 11 richtig gut. Aber Würzburg kann auch mit einem schnellen Konter das 1:0 erzielen und dann ist vielleicht schon alles gelaufen. Sontheimer, Pass zu Baumann. Da fehlt nicht viel in der Tor an 45. Mannheim! Spielminute. Schauen wir nochmal auf diese Chance und dann schnellstens nach Mannheim. Die Hoffnung für den Chemnitzer FC lebt, aber nicht eigenständig, sondern sie wird geführt von der Hand, weil mir Soleimanis, der macht hier das 1:0. Bekommt den Ball zurück und überwindet dann Johannes Brinkis. Das hier mal die Notwendigkeit für den CFC und für den FSV Zwickau ist momentan noch nichts passiert. Man wäre nach wie vor gerettet. Selbst wenn Chemnitz parallel ausgleichen sollte, kann man sich hier eine Niederlage erlauben. Aber Chemnitz darf nicht gewinnen. Dann ist für den FSV Zwickau nichts verloren und man könnte nächstes Jahr wieder in der dritten Liga auflaufen. Aber Mannheim macht es hier gut, schenkt nicht ab. Unter Trares möchten dem Coach auch nochmal ein gutes letztes Heimspiel bereiten und es sieht momentan wirklich gut aus. Setzen Sie hier noch ein drauf vor der Pause. Fehlpass, trotzdem nochmal Mannheim, Soleimani. Diesmal scheitert er an Brinkis, fast der Doppelschlag. Und das hätte einen richtigen Tiefschlag gegeben für den FSV Zwickau. Aber Brinkis hält hier die Chance am Leben, vielleicht selber sogar die Hausaufgaben zu erledigen. Damit man gar nicht erst parallel gucken muss. Schwacher Eckstoß von Wehkamp geklärt. Und dann ist hier erstmal Pause. Auf den parallelen Plätzen auch, wobei bei der Konkurrenz tatsächlich von Zwickau läuft's noch. Wir wollen noch mal kurz nach Chemnitz schauen. Es sind die letzten Züge einer ersten Halbzeit, in der bei Chemnitz wenig geklappt hat und der FC Hansa Rostock komplett dominant auftritt und sich dadurch die eigene Chance bewährt oder bewahrt, besser gesagt. Relegation zu spielen. Es ist nach wie vor relativ unwahrscheinlich, aber sie führen, machen ihren Job und Chemnitz, ja, steht 45 Minuten davor, in die Regionalliga abzustürzen. Wir schauen kurz auf die Tabelle und dann geht's weiter.
Ja, hier haben wir einmal dann die ganze Tabelle im Überblick. Bayern 2 wäre Meister, Braunschweig und Würzburg gemeinsam direkt aufgestiegen. Braunschweig stand ja schon fest und Würzburg hat den einen Punkt, den sie brauchen. Duisburg zieht mit der Führung gegen Unterhaching erstmal vorbei und unten sehen wir, Zwickau wäre erhalten geblieben in der Liga und Chemnitz stiege ab. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen und jetzt soll es weitergehen in der zweiten Halbzeit. Viel Spaß dabei und danke nochmal fürs Reinschalten. Wir sind zurück in der Konferenz. Der SV Meppen hier möchte sich nochmal präsentieren, hat ja mit dem 3 zu 0 Preußen Münster in die Viertklassigkeit geschossen, möchte Braunschweig vielleicht jetzt ärgern, sie nicht zu Meister krönen. Tor in Mannheim! Und jetzt schauen wir mal ganz schnell nach Mannheim. Was für ein Beginn! Der FSV Zwickau gleicht aus. Gerrit Wegkamp mit dem 1 zu 1 vor Bayern Scholz. Stark durchgespielt. Und dann ist da Gerrit Wegkamp mit dem Außenriss. Ob er den so wollte, sei mal dahingestellt. Aber es ist genau das Mittel gewesen, das man hier brauchte, um den Schlussmann der Mannheimer zu überwinden. 47. Minute, das 1 zu 1. Sieht deutlich besser aus. Jetzt wieder in der Tabelle für den FSV. Sie springt zwar weder nach oben noch nach unten dadurch, aber es fühlt sich auf jeden Fall besser an, nur ein Treffer von einem Sieg entfernt zu sein. Mannheim, wie reagieren Sie jetzt drauf? Haben Sie noch mal einen? Kam ja zweimal nach Rückständen gegen Braunschweig zurück. Jetzt steht es hier unentschieden. Aber sie kommen wieder. Guaida über rechts mit der Flanke zu Soleimani. Das gibt's doch nicht. 52. Vergessen Sie alles, was gerade gesagt wurde. Zwickau wieder im Rückstand. Doppelpack Soleimani. Flick schickt dort Guaida, der da frei flanken, Soleimani als Stürmer dann in der besseren Position. Elfmeter in München. Kann dem Ball entgegengehen und vor Bayern bringt es 2-1 hier für Mannheim. Hoffnung für Chemnitz ist wieder da und ein Elfmeter jetzt in München. Für den TSV. Bitter für Ingolstadt. Das könnte jetzt schon der Schlussstrich sein unter die Relegationshoffnungen. Duisburg führt ja. Und jetzt 18:60. Steinhardt an den Pfosten. Lex mit dem Nachschuss Außennetz. Schonfrist für die Schanzer. Spätestens der muss natürlich drin sein. Stefan Lex noch vorbei am Kasten. Steinhardt an den Pfosten. Der FC Ingolstadt wird hier durch die Münchner Löwen am Leben gehalten. 0-0 steht es hier, 18:60 deutlich besser reingekommen in den zweiten Durchgang. Und das dürfte jetzt wohl nochmal zusätzliche Motivation nach Duisburg senden. Kann man wohl sagen, der MSV dadurch weiterhin auf Relegationskurs. Ingolstadt tut ihn den Gefallen, aber sie hätten gerne das 1 zu 0 von 1860 gesehen. Aber sie kommen wieder nach vorne. Vincent Vermey legt quer zu Stoppelkamp. 3-0. Alles klar hier. 57. Minute. Unterhaching lässt sich auskontern. Stoppelkamp gegen die Laufrichtung von Kroll. Ja, also für Duisburg brennt hier nichts an und jetzt heißt es hoffen, dass Ingolstadt wirklich schwach weiterspielt in München. Und dann ist Relegation drin. Also 3-0 hier. Wir gehen weiter. Sind in Chemnitz. Das bedeutet dann, auch wenn Rostock hier gut aufspielt, in Führung ist, dass es für die Kogge keine Chance mehr auf den Relegationsplatz gibt. Und der CFC. Es ist
zwar noch über eine halbe Stunde zu spielen, momentan aber fehlt einem so die Fantasie, wie Chemnitz hier zwei Tore schießen möchte. Rostock macht es nach wie vor richtig gut, lässt nach hinten kaum etwas anbrennen und nach vorne werden Nadelstiche gesetzt. Chemnitz zu nervös, sodass Angriffe nach vorne kaum mal zu Ende gespielt werden. Vielleicht ja jetzt mit Österhellwig und Garcia. Philipp Posi nach Gelbsperre wieder zurück, aber bei dem läuft es ja auch seit Monaten nicht. Seit Wochen zumindest, sagen wir es mal so. Ein Sinnbild für die Chemnitzer Situation. Vollmann mit dem Fehlpass. Es ist hier von Unkonzentriertheiten geprägt zum Teil. Aber Rostock kann damit Tor an besser Mannheim! leben, weil sie führen. Und jetzt vielleicht neue Hoffnung aus Mannheim für den CFC. Das auf jeden Fall. Valmir Süleymani mit dem Dreierpack. Stellt hier auf 3-1 und lässt Zwickau jetzt nur noch hoffen, dass Chemnitz wirklich nicht nochmal zurückkommt. Erst scheitert er an Brinkies, der Rebound fällt ihm aber direkt auf den linken Schlappen, dann setzt er ihn rein. 3-1, Süleymani, bei dem läuft es heute einfach. Und jetzt wollen wir mal schauen zu der Mannschaft, die momentan Meister wäre der dritten Liga. Das wäre der FC Bayern München 2 und sie kratzen hier am Führungstreffer, dann würden sie auch parallel nicht mehr schauen müssen, was Braunschweig da fabriziert und Würzburg. 1-0 würde dann die sichere Meisterschaft bedeuten. Die Bayern in den weißen Trikots hier gegen die roten Teufel klar überlegen, auch wenn Kaiserslautern in der letzten Zeit durchaus gut aufgelegt ist. Und jetzt kommen sie mit einer Konteraktion. Bayern verteidigt das luftig. Was für ein Flankenlauf. Und was für eine Flanke. Lukas Röser 1-0 Kaiserslautern. Sensationeller Flankenlauf von Pick. Eine maßgeschneiderte Flanke, die den Weg in die Mitte findet. Kopfball vorbei an Hoffmann. Gegen die Laufrichtung ist da nicht mehr viel zu machen. Und das lässt die Herzen in Braunschweig momentan höher schlagen. Jetzt können sie davonziehen, sind jetzt punktgleich mit den Bayern, aber noch nicht vorbei Tor wegen in des Düsseldorf. schlechteren Torverhältnisses. Und jetzt schauen wir in Düsseldorf schnell beim Treffer vorbei. Seaton mit dem Ausgleich. Viktoria Köln macht's nochmal richtig gut, nachdem sie Würzburg, dem momentan zweiten Aufsteiger hinter Braunschweig, 5:1 auf die Mütze gegeben haben, gleichen sie hier gegen den KFC Uerdingen aus. Seaton macht es, hat das 3:0 erzielt, eben bei dem angesprochenen 5:1. Vorbei an René Vollert. Hier steht es 1:1. Viktoria Köln hat sich das verdient, aber wie schon bei der ersten Einstellung in der ersten Halbzeit hier angesprochen. Es ist nicht mehr so die ganz heiße Veranstaltung, muss man so sagen. Es geht für beide Mannschaften nur noch um die Platzierung. 1:1 hier, das durchaus verdiente Resultat. Wenn noch was passieren sollte, melden wir uns. Wir haben jetzt 20 Minuten noch knapp auf der Uhr. Moment. Nee, der Ball geht ins Nichts. Wir wechseln. Sind in Würzburg. Das 0:0 nach wie vor würde für Würzburg den direkten Aufstieg bedeuten, egal was parallel passiert. Der Punkt reicht. Und da ist Kaufmann. Sie wollen jetzt alles klar machen. Bräunig ans Aluminium. Und Guttau. Dann klären Sie es spielerisch. Das wäre wohl die Entscheidung gewesen Tor an hier. Meppen. Oh, schnell nach Meppen.
1-0 für den SV Meppen. Ja, es ist aus Braunschweiger Sicht dann wieder egal, was da in Kaiserslautern passiert. Engelhardt versucht sich noch reinzuschmeißen. Momentan wäre dann sogar Würzburg vor Braunschweig in der Tabelle. Dürfte dann den Braunschweigern unter dem Strich egal sein. Ter Tatamusch mit dem 1-0 für den SV Meppen. 73. Spielminute. Aber Braunschweig hatte seit Mittwoch wirklich allen Grund zum Feiern. Haben ja eine Extrarunde gedreht in der vergangenen Saison. Fast abgestiegen am letzten Spieltag. Dann ein dramatisches Finale gegen den FC Energie Cottbus. Also jetzt dann am 37. Spieltag schon zurück zu sein. Und man kommt jetzt durch Schwenk. Durch Schwenk. Ausgleich. 77. Minute. Wunderbar. Diese Antwort der Braunschweiger Eintracht. Ist auch das verdiente Resultat. Meppen hätte zwar gerne diese Führung etwas länger gehalten als nur knappe 3 Minuten. Aber das haben sie nicht geschafft. Vorbei am Keeper. Schwenk mit dem Tor in München. Ausgleichstreffer. Und oh, jetzt wollen wir mal nach München schauen. Für München 60 und in Duisburg träumt man von der Relegation. Und natürlich ist es Sascha Mölders. In letzter Zeit eher mit Einsatz aufgefallen, nicht mehr mit Treffern. Also mit Einsatz fällt er sowieso auf. Jetzt aber auch wieder mit Treffern und wir holen uns schnell den Treffer aus Magdeburg ab. Julian schauerte mit dem Ausgleich, 78. Minute, und das hätte hier ein dramatisches Finale werden können. Hätte Münster gegen Meppen gewonnen und Magdeburg gegen Ingolstadt gepatzt, aber das ist eben nicht der Fall. Trotzdem nochmal hier schön von Schauerte, setzt den Ball unhaltbar für Behrens in die Maschen. Aber hier sind die Ausgangslagen für nächstes Jahr geklärt. 1-1 hier. Wir schauen noch mal dahin, wo es dramatischer ist, und zwar nach Chemnitz. Von Minute zu Minute verstreichen hier die Hoffnung bei Chemnitz auf den Sieg, denn den brauchen sie. Auch wenn Zwickau zurückliegt, ein Punkt würde hier nicht reichen. Österhellweg mit der Flanke. Da muss dann auch mal ein Abschluss kommen. Bonga mit der Flanke von Rheinthaler geklärt. Sie haben zumindest jetzt eine etwas gefährlichere Phase mal Tor in München abliefern können, aber zu wenig für Abschlüsse. Und jetzt nochmal schnell nach München. Alles klar. Es ist wohl gelaufen für die Schanzer. 82. Minute. 2-0 für 1860 München. Wein mit dem Treffer. Schöne Direktabnahme ist da völlig frei. Und Ingolstadt. Elfmeter in Würzburg. Fast ein Stück weit auseinander. Und wenn Halle jetzt einen Elfmeter bekommt, dann ist es für Ingolstadt doppelt bitter. Entwarnung, es ist Elfmeter für Würzburg. Die können sich hier jetzt zum Meistertitel tatsächlich sogar schießen. Gibt's das? Elfmeter, schuppern. Und schuppern macht es! 82. Minute. Würzburg steigt wohl in die zweite Liga auf. Schuppern bleibt eiskalt vor Kai Eisele. Übernimmt hier die Verantwortung. Und bringt Würzburg in der 82. Minute in Führung. Jetzt bräuchte Halle 2 Treffer. Und Ingolstadt müsste auch noch einen raushauen. Also hier ist alles klar. Und jetzt stehen sogar die Zeichen nicht schlecht für Meisterschaft. Aber
Da gehören immer mehrere dazu. Wollen wir jetzt aber nochmal nach Duisburg schauen. Weil es für den MSV momentan ganz stark nach Relegation schnuppert. Gegen den 1. FC Nürnberg wird es dann wohl zweimal um die zweite Liga gehen. Das haben sie sich auch verdient. Gegen Bayern knapp gescheitert, am Sieg vorbeigeschrammt. Hier gegen Unterhaching richtig guten Fußball gespielt. Und in der Form sind sie auch für den ersten Tor in Kaiserslautern durchaus gefährlich. Jetzt wollen wir nochmal zum Treffer nach Kaiserslautern schalten. Zwei zu 0 für den ersten FCK. Die Bayern werden tatsächlich am letzten Spieltag noch vom Thron geholt. Nach diesem Eckstoß ein wunderbarer Kopfballtreffer von Kühlwetter. So, 2-0 hier. Und jetzt wollen wir nochmal nach Meppen schauen. Braunschweig braucht zur Meisterschaft ja auch nur noch einen Treffer. Ja, die Reaktion auf den Rückstand war sehr positiv. Sie haben direkt mit dem 1:1 geantwortet, aber momentan kommen sie nicht so richtig durch. Sind zwar immer da vorne aktiv, aber es fehlen die gefährlichen Abschlüsse. Hier ist wohl tatsächlich alles klar. Wir melden uns, wenn ein Treffer fällt. Wollen jetzt nochmal nach München schauen, wo es einen großen Verlierer gibt. Und das ist der FC Ingolstadt. Sie hätten die Relegation aus eigener Kraft schaffen können. Aber heute, insbesondere im zweiten Durchgang, waren sie den Münchner Löwen einfach deutlich unterlegen. Der TSV macht es richtig gut. Die Elf von Michael Köllner wird hier völlig verdient als Sieger vom Platz ziehen. Und das, obwohl sie sogar noch einen Elfmeter verschossen haben. Sie erinnern sich, der von Steinhardt. Und Steinhardt schickt jetzt Dressel. Gibt's noch das dritte. Ball ist geklärt. Und dann dürfte es das wohl gewesen sein. Und das war's. 1860 gewinnt mit 2:0. Verabschiedet sich gut aus der Saison. Die Relegation wird es aber trotzdem nicht. Und Ingolstadt muss noch eine Runde. Nächstes Jahr dann wieder der FCI in der dritten Liga. Abschließen wollen wir die Konferenz jetzt aber beim Meister tatsächlich. Und das sind die Würzburger Kickers. Halle verabschiedet sich gut, schlägt sich gut beim Meister und Würzburg, da merkt man, wie viel Kraft das alles gekostet hat. Sie sind Meister und vor allem sind sie aufgestiegen. Das ist das Allerwichtigste. Durch den Treffer von Schuppern war dann alles klar. Also was für ein Ende in dieser Drittliga-Konferenz. Wir schauen uns das alles jetzt nochmal im Schnelldurchlauf an und dann die Tabelle. Bleiben Sie am Ball. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zum letzten Spieltag der dritten Liga. Wir haben nochmal eine Zehner-Konferenz. 1:0 für die Gäste. Kai Brünker mit dem Führungstreffer für Sonnenhof Groß-Asbach. Es ist wirklich erstaunlich, wie sich hier wirklich beide Absteiger, die ja schon seit längerer Zeit feststehen, in der Liga beweisen wollen. 1:0 für den 1. FCM. Es ist Christian Beck mit dem Führungstreffer für die Magdeburger, die sich in einem super Spiel gegen den FC Ingolstadt durchgesetzt haben. Das ist hier eine Eckball-Variante, ob sie so wahrscheinlich auch nicht abgeschossen wird. Das ist Stoppelkamp zu Vermey und das ist das 1:0. 22. Spielminute. 0:1. Die Kogge klopft nochmal von unten an die Relegationsränge an. An den Relegationsrang. Und schießt den CFC in Richtung dritte Liga. Gegen Viktoria Köln. Uerdingen kommt und kommt zum Tor. Ali Ibrahimai, 27. 1:0 für den KFC. 2:0 für den MSV. Und das ist doch jetzt eine ganz starke Tendenz. Die Hoffnung
für den Chemnitzer FC lebt, aber nicht eigenständig, sondern sie wird geführt von der Hand Valmir Süleymanis. Der macht hier das 1:0. Was für ein Beginn! Der FSV Zwickau gleicht aus. Gerrit Wegkamp mit dem 1:1 vor Bayern Scholz. Stark durchgespielt. Und Guaida über rechts mit der Flanke zu Süleymani. Das gibt's doch nicht. 52. Vergessen Sie alles, was gerade gesagt wurde. Ja, und jetzt 18:60. Steinhardt an den Pfosten. Lex mit dem Nachschuss Außennetz. Schonfrist für die Schanzer. Spätestens der muss. Sie hätten gerne das 1:0 von 18:60 gesehen. Aber sie kommen wieder nach vorne. Vincent Vermey legt quer zu Stoppelkamp. 3:0. Alles. Das auf jeden Fall. Valmir Süleymani mit dem Dreierpack. Stellt hier auf 3:1. Und lässt Zwickau jetzt nur noch hoffen, dass Chemnitz wirklich nicht nochmal zurückkommt. Erst scheitert er an Brinkis. Verteidigt das luftig. Was für ein Flankenlauf. Und was für eine Flanke. Lukas Röser 1:0. Kaiserslautern. Seaton mit dem Ausgleich. Viktoria Köln macht's nochmal richtig gut, nachdem sie Würzburg, dem momentan zweiten Aufsteiger hinter Braunschweig, 5:1 auf die Mütze gegeben haben. 1:0 für den SV Meppen. Ja, es ist aus Braunschweiger Sicht dann wieder egal, was dann Kaiserslautern passiert. Jetzt dann am 37. Spieltag schon zurück zu sein und man kommt jetzt durch Schwenk. Durch Schwenk. Ausgleich, 77. Minute, wunderbar, diese Antwort der Braunschweiger Eintracht. 1:0 für München 60 und in Duisburg träumt man von der Relegation. Julian Schauerte mit dem Ausgleich, 78. Minute und das hätte hier ein dramatisches Finale werden können, hätte Münster gegen Meppen gewonnen und Magdeburg gegen Ingolstadt gepatzt, aber das ist eben nicht der Fall. Trotzdem nochmal hier schön. Alles klar. Es ist wohl gelaufen für die Schanzer. 82. Minute. 2:0. Elfmeter. Schuppern. Und Schuppern macht es. 82. Minute. Würzburg steigt wohl in die zweite Liga auf. 2:0 für den ersten FCK. Die Bayern werden tatsächlich am letzten Spieltag noch vom Thron geholt. Nach diesem Eckstoß ein wunderbarer Kopfballtreffer von Kühlwetter. So, 2:0 hier. Bleiben Sie am Ball. Jo, hier haben wir dann einmal die Ergebnisse im Überblick, aber was natürlich viel interessanter ist, die Tabelle. Würzburg, erster sogar. Bayern wird noch gestürzt, nur zweiter. Braunschweig auch direkt aufgestiegen auf dem dritten Tabellenrang. Duisburg in die Relegation, Ingolstadt eben stark abgeschmiert und unten Zwickau hat sich gerettet trotz Niederlage und Chemnitz muss dann runter. Das war's dann mit dieser Konferenz. Es gibt noch Prognosen zur Relegation. Seid auf jeden Fall gespannt, auch DFB-Pokal und so weiter. Ihr wisst das, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und adios.